So. U2. Das geht ja genauso weiter. Hier kann ich wahrscheinlich nicht vorbei. Und da bin ich hergekommen. Wait a sec. Wait a sec. Wenn ich von hier gekommen bin, ich bin direkt darunter, ne? Irgendwo. Ah, komm. Nur damit wir hier irgendwie mal waren. Da kann ich wahrscheinlich nicht rüber. Oh ne. Wow. Wow. Verdammt. Ich könnte mich noch unsichtbar machen. Ja, ich weiß, dass du den hinteren angreifen willst, aber das nicht tun kannst. Deswegen wechseln wir mal eben den Weg. Okay, das heißt, ich kann nicht an der Karte erkennen, wo ich wohl wirklich hin muss. Und hier kann ich doch rüber. Good for me. Kann das wirklich öffnen? Warum darf ich das einfach so ohne weiteres öffnen? Soll mir recht sein. Galt nämlich immer. Warum kann ich die Sarkophage nicht ausräumen? Hust, hust. Wo ist der Gegner hin? Ich vergesse da, glaube ich, wieder eines dieser Krautarten. Aber ich sag Salbei. Fuck Lavendel. Warum so viel Lavendel? Mann, oh Mann. Aber gut, wenn man mit den Sidequests in die Dungeons geht, dann kann man halt hier schon die ganzen Wände und Abkürzungen machen. Und hallo Mira. Was bringt das? Wiederherstellungsgeschwindigkeit bei Verteidigung plus 4%. Ich glaube, das gebe ich mal mir. Ne? Hat hoffentlich keiner was dagegen. Tschüssi. Ich bin U2 at the moment. So, wo komme ich wieder raus? Oh, wait. Da, wo ich rauskommen soll. Ich wäre erstmal rechts rum. Ist ja alles zum Glück nicht weit weg. Alter, warum stellen wir jetzt at the moment so viele Sachen her? Nicht, dass es mich stören würde. Noch mehr Gletscherohrringe. Aber die nichts gegen meine Ohrringe, die ich momentan habe und mir so viel Angriff geben. So, sind hier dann wenigstens wieder Gegner, die mich nicht interessieren? Nein, aber ein Speicherpunkt. Der mich noch nicht interessiert, weil ich erstmal hier hingehen muss. Natürlich noch eine goldene Kiste, die ich nicht öffnen kann. 4800 Gold. Scharfe Narbe. Oh. Komm, ich will Dagmar behalten, aber SA wäre ausweichen hier. Wow. Viel schlechter. Nicht, dass ich hier viel vorher hinkommen konnte, aber ich habe es eingesammelt, immerhin. So. Speichern. Nicht, dass es irgendwie von Relevanz wäre vom Level her, weil ich ja ausnahmsweise mal gelevelt habe und hätte ich vorher schon die ganzen Sidequests gemacht oder so. Dann hätte ich wahrscheinlich überhaupt nicht leveln müssen. Könnt ihr den Iris-Stein nehmen ohne den Gegner? Oh. Gegner. Der tut sogar wahrscheinlich ein bisschen weh. Upsi. Level 36. Aber wenn wir... Oh mein Gott. Wait, what? What? So viel haben wir doch nicht getan. Oh. So viel Schaden wir gemacht haben, macht er uns aber auch. Schön, dass
Schön eine normale Kugel und hallo Irisstein. Odin. Oh, die da oben links kannten wir. Genau die. What was that all about? They've started interfering, I suppose. Heldolf's followers are causing mischief in human society. To create malevolence? Sounds connected to what we saw earlier. Right. He was taking advantage of wars to produce Hellions. So he's trying to start another war! But this is a record of the past. That war is probably well underway. He's deceiving everyone! Not quite. I'm sure there are those who have joined hands with him of their own free will. How could they? Unfortunately, we can't rule out the possibility. Well, we've met our first goal. Well, it would have been nice if we could have investigated before the place got ransacked. But it looks like it happened a long time ago. There's actually something I've noticed about that. Don't you think that the stones and decorations looted from here may have been used in Pendrago's architecture? It's possible, given the location and the era. Right. And if we can find out where they've been used, we might be able to find the hidden history of Pendrago. If we compare with Lady Lake, which utilized the Vivia subterranean aqueduct, we might find what people in that era were thinking. Sounds awesome! Good thinking, Miklio! And that's not all. If we build upon our current hypothesis... Hang on. I don't get what's so awesome about this. But they're so enthused. Friggin' weirdos. Guess I'm the clown again. No, no, that was a smile of praise to the true king of the Ruin Geeks. Viva the Ruin Geek Shepherd. What kind of shepherd is that? I don't think I've ever heard of it. Then that makes Saray the first. No objections? I guess. Nun, passiert. So, jetzt dürfen wir uns nur leider nach dem Rest angucken. Warte mal. Sacrilé, Dessel. Hold it. Isn't this place a tomb? Am I gonna get cursed or something? Don't worry. We'll all be punished together. Though we'll be sure to let you go first. No, thank you! Hey, it's disrespectful to talk loudly in the ruins. There goes the second biggest ruin geek. More like Meebo, geek times two. What's that supposed to mean? Be quiet. It's disrespectful. It's your fault! Hey, Miklio's getting pretty angry, even though Saray's not really involved. He's not angry, just overreacting. Says Saray. Ugh, this really grinds my gears. Was hat das jetzt mit Dessel zu tun, oder Dessel sagt einfach nur Sakrilie dazu? I don't know. Ah, okay. So, dann müssen wir den Weg jetzt zurückgehen und die obere Hälfte erkunden. Könnten ja noch wichtige Sachen drin sein. Here you go. Schokoladenzwieback, danke. So, da wollen wir mal auch den Gegnern aus dem Weg gehen. Ich sagte aus dem Weg gehen. Da wäre ich mit einem normalen Rennen wahrscheinlich schneller. Wahrscheinlich schneller. Und genau deswegen vergesse ich überhaupt, dass Miklio so eine Fähigkeit hat. Gut. Wir waren hier. So.
sind auch von hier unten gekommen, das heißt hier oben, entweder da runter oder hier oben runter, ganz oben anfangen, ne? Zum Glück seid ihr Gegner hier etwas lahmer. Ach. Ich muss ja ausruhen. Ich kam hier ja nicht durch. Soft Eis. Wie viel Essen haben wir in letzter Zeit hergestellt? Ich habe das Gefühl, das geht etwas sehr schnell voran. Momentan. Kein Gegner hier. Den haben wir, glaube ich, nämlich auch gekloppt gehabt. So, jetzt geht's hier einfach geradeaus weiter. Bist nicht schnell genug. So, warte mal. Ich glaube, ich gucke nur einmal hier rein, ob es was gibt. Und wenn nicht, rennt man in den nächsten Gegner. Fast rein. Gut, weil dann kann man nämlich hier um die Ecke schauen. Um irgendwas zu bekommen. Donut. Ich wollte Essen sagen. Aber Donut ist besser als Essen. Besonders wenn man Zucker haben will. Und Fett. Gut. Falsch? Nee, nicht falsch. Okay, intuitiv das Richtige gemacht. Gib mir eine goldene Kiste. Warum musst du auf mich hören, Spiel? Warum? Ah. Schieber Schwanz. Immerhin. Schatz, du bist verschlossen, das weiß ich doch auch. Spiel, gib mir doch einfach die goldene Schlüssel. Gut. Gegen Skelette und diese komischen Schweine haben wir ja schon genügend gekämpft. Weil gegen jede Gegnerart will ich halt schon noch einmal kämpfen. Moment, das war. Hä? Warte mal, ich bin. What? Okay. Dann habe ich keinen Bock weiterzumachen. Let's be honest. Falls hier noch irgendwas war. Gut, nächster Halt. Wow, es wird auch nicht weniger so gefühlt. Hast du in letzter Zeit etwas aus Damensee? Oh Gott, nein, da will ich jetzt noch nicht hin. Weißt du, wo wir Iris-Steine finden können? Marlin, Wirtschaft. Also einmal nach Marlin. Es ist ja trotzdem schon in diese Richtung. Der Dreck. Igel Hellion. Finden und Leute. Ja, wo denn? Gib mir doch irgendetwas. Tiger nicht so zurücklassen. Okay. Bei der Kirche von Pendragon. Gut, gehen wir einmal zur Kirche vorbei. Bei allen anderen habe ich jetzt gerade keinen Einsatz, außer einmal nach Marlin zu gehen. Ich meine, bevor wir mit der Hauptstory weitermachen, wollte ich ja eh erstmal noch in die Richtung des anderen Dungeons. Oh, und heute fahren auch wieder viel zu viele Motorräder durch die Gegend. So, wo waren die überhaupt nochmal, die Kirche? Gute Frage, nächste Frage. Ah, okay.
Da war die Kirche. I remember. So lange ist es nun auch wieder nicht her. Aber ja, wir sind ja nicht der richtige Hirte, ne? Die Frage ist, was soll man jetzt hier gucken? Okay. Huh? Wasn't that Maven? Someone you know? Kinda. He's family to me, in a way. How marvelous. Maven has been a great help to all of us. To the church? How so? It's a bit embarrassing, but he has been teaching us many of the ancient legends that were once lost to the church. Literature, legends, ruins. It is quite humbling to realize the true breadth of his knowledge. Yep, that sounds like Maven. I guess he wasn't faking the whole explorer thing after all. Oh no, I forgot to give him a thank you gift. Don't worry about it. Trust me, he won't mind. No, I really must. Oh, but I am already running late for my church duties. We could bring it to him, if you like. Ich werde es auch nicht behalten. Sorry. Would you be able to? He said he was heading to the Gefaris ruins to meet with some old acquaintances. Jetzt muss ich wirklich schon wieder zu den Gefaris ruins. Wow. Da war ich doch gerade. Ja, so sieht man sich wieder. Speicherpunkt, wo bist du, wenn ich dich brauche? Is this acceptable? Butterplätze nehme ich auch. Sehr gerne. So, wieder auf zu diesen verdammten Ruinen. Gib mir doch einfach einen Speicherpunkt. Natürlich müsste ich wieder zum Inn laufen. Ja, die silberne Kiste ist offen. Nicht nach oben. Zum Glück habe ich mir den Namen merken können von der Wiese. Hallo Typ. Vorher noch nicht hier war. Wow. Ich muss nur in diesen Dungeon gehen, um gesagt um zu erfahren, dass er doch lieber in den nächsten Dungeon geht. Jetzt hätte ich auch schnell reisen können, ne? Okay, das ist aber jetzt Salbei, oder? Oder irgendwas mit Kraut. Natürlich war es Eisenkraut. Sieht man doch. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt alle Entdeckungen hatte. Vorher gibt es noch einen neuen Skit? Nope. Gut, waren wir hier überhaupt schon mal drin? Nein? Was macht Maven hier? Eigentlich nicht. Heißt das jetzt, ich muss irgendwann wiederkommen, wenn ich hier durch kann? Nur um diese Sidequest zu erledigen? Wow. Einfach nur wow. Okay, wir scheinen Maven knapp verpasst zu haben. Würde ich gerne, aber nö.
sah nicht so aus, als ob da irgendwie ein Story-Abschnitt triggert. So, Damensee. Gut. Oder auch nicht. Also, wir haben jetzt noch irgendwann die Option, die ganzen starken Gegner zu besiegen. In Anführungsstrichen stark. Sind es ja nicht mehr. Verdammt, das... Oh, wie hieß denn das jetzt? Ich weiß noch nicht mal, ob diese Wiese jetzt richtig war. Ich will ja noch erstmal den anderen Dungeon erkunden. Zum Glück bin ich richtig, weil ich muss hier rein. So, und wie hieß das jetzt hier? Auch die Perlenhaferweide. Oh, okay. haben wir das auch geklärt? Das ist mir irgendwie entgangen. Gut, wir haben hier nämlich noch einen Dungeon, den will ich gerne erkunden. Erstmal in die richtige Richtung gehen. Muss man da wirklich außen rum für gehen? Warum kann man nicht schneller sein als der Vogel? Leider ist man nur gleich schnell. Wow. Der verfolgt einen aber lange. Sehr lange. Und ich muss hier echt diesen kleinen Fleck nehmen. Ah, guck doch auf die Karte. Reicht man nicht so laut. Ach, das war ja der Weg, den ich genommen habe. Ah, oh, der kleine Felsen. Okay, positiv sehen. Wir laufen ein bisschen, um Snacks herzustellen. Alles ist gut. Da oben ist sogar noch eine Kiste, die ich nicht geöffnet habe. Da ist eine Kiste? Ha! Huh. Seit wann lasse ich Kisten geschlossen liegen, sofern ich sie nicht öffnen kann? Pfirsichgummi, nehme ich. Notiz an mich selbst? Füll mal deine scheiß Items nach. Die bräuchte ich wahrscheinlich irgendwann wirklich mal wieder. So, dann schön hier rum. Nächste Gegner verfolgt mich. So, da wir hier oben überhaupt noch nirgends waren, könnte ja hier um die Ecke irgendwo immer was sein, ne? Sah jetzt nicht so aus, als ob da irgendwo eine Entdeckung gewesen wäre. Ja, auf dem Rückweg können wir da zum Speicherpunkt hingehen und da war es ja auch. Gegessen war da der oder die Kämpfe mit Meebo Solo. Wenn ja, könnte man die auf dem Rückweg dann auch noch machen. In der Hoffnung, dass Meebo jetzt ein bisschen besser ist. Ne? Als vorher. So, das ist aber wie gesagt der Salbei. Okay, die Rate zum letzten Mal steigt aber drastisch. Schon 200% mehr. Hust, hust. Von 0, 200% mehr ist immer noch 0. Aber zweimal geraten beim letzten Mal. Beim letzten Mal war es ja nur Lavendel. Ist es gelb? Muss ich da wirklich hin? Sieht irgendwie danach aus. Oder ist das jetzt einfach nur eine Straße zurück nach Dingsbums? Kann ja natürlich auch sein. Wenn ja, dann gibt es nicht wirklich einen Rückweg. Aber mal gucken, wo wir landen.